Hallo und herzlich willkommen zu Ghost of a Tale. Ja, ein neues kleines Let's Play und ich freue mich riesig, dass ich das spielen kann. Also wirklich riesig. Und nochmal vielen, vielen lieben Dank an die Hersteller des Spiels, an Sight. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, dass ich das Spiel spielen darf. Und ja, das wird ein kleines Mauseabenteuer werden. Und ich liebe Mäuse. Ich hatte ja selber mal 10 Mäuse. Und deswegen bin ich ein wirklicher Maus-Fan und habe mir gedacht, als ich den Trailer gesehen habe, dass man eine Maus spielt. Oh mein Gott, das muss ich spielen. Das sieht so unglaublich niedlich und toll aus. Und deswegen bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, wie dieses Spiel hier werden wird. Ja, so weit, so gut. Und ohne irgendwie weiter zu quatschen, werde ich erstmal das Spiel starten und wir sehen uns das jetzt einmal gemeinsam an. Ich habe es noch nicht ausprobiert oder sonst irgendwie was, deswegen, ja, wir müssen erstmal zusammenschauen. Ich könnte natürlich nochmal in den Optionen gucken bei, nicht bei Audio, nein, bei Video, ob das alles hier ganz okay ist. Schattenaktivierung, ja. Schatten, ich weiß halt nicht so wirklich, was am besten ist. Vielleicht lassen wir das mit den Schatten auch erst einmal so. Gute Frage. Da habe ich natürlich keine Ahnung. Texturauflösung, Quarter Half, nee, dann normal. FPS-Feststellung lassen wir auch. Das andere, ja, sieht eigentlich halt alles ganz okay aus. Okay, okay, wir starten ja schon das Spiel. Ich bin schon soweit und wir werden sehen, wie das so sein wird. Ich bin so mega gespannt und ein klein bisschen aufgeregt, weil ich mich echt extrem freue über ein Mäusespiel. Ha! Am Anfang war die grüne Flamme, alles allmächtig verzehrend, was sie sich in den Weg stellt. Die Wesen der Welt fielen, doch fanden nicht ihre letzten Städte, nun um als Marionetten des smaragdgrünen Feuers zurückzukehren. Einzig die Ratten waren standhaft und kämpften, bis die grüne Flamme auf Periglave endgültig erlosch. Mera? Mera, wo bist du? Oh, da ist schon die Maus. Eine Ratte. Okay, eine Ratte. Keine Maus, aber Ratten sind genauso toll wie Mäuse. Also für mich beides gleich. So, warte, wir schauen jetzt erstmal diese kleine Maus an. Oh mein Gott, ist diese süß zum Dahinschmelzen süß. Ja, es tut mir jetzt schon sehr, sehr leid, wenn ich in dieser Folge unglaublich oft sagen werde, wie unglaublich süß und toll ich das Spiel finde. Obwohl ich noch gar nicht richtig weiß, ob ich es wirklich toll finde. Aber allein schon diese Grafik von dieser kleinen süßen Maus ist einfach unglaublich. Okay, eine rote Rose. Und guck mal, wie sie die anschaut. Oh, eine rote Rose, die sieht so lecker aus. Oh Gott, ich muss mich echt zusammenreißen. Also ich versuche mich zusammenzureißen. Bitte verzeiht mir. So, du standest vor dem Baron. Baron, deine Frau Mera an deiner Seite. Er trug dir auf, ein Lied zu spielen, der vergiftete Kelch. Da wusstest du, er wollte sich amüsieren, sondern dich vielmehr auf die Probe stellen. Und du spieltest. Aber Mera schwieg nur und ihr Blick war voller Missachtung. Oh, warum das denn? Der Baron ging auf sie zu, um sie zu schlagen. Du schriest und sprangst dazwischen. Dann war da nur noch Dunkelheit. Wie viele Tage sind seitdem vergangen? Tief in deinem Herzen weißt du, dass sie noch am Leben ist. Und eines Tages wirst du sie wiederfinden. Bis dahin hast du nur diese Blume, diese Erinnerung an sie. Und eine Frage, die in dein Herzen brennt. Warum? Oh ja, warum wurde meine Frau entführt, geschlagen oder was weiß ich? Oh, ein Apfelsaft. Oh, lecker. Deine Gesundheit ist schlecht. Drücke Tab, um dein Inventar zu öffnen und etwas zu essen. Okay, Inventar. Hier findest du außerdem Infos zu Missionen und Hintergrundgeschichte. Ah, sehr schön. Hier haben wir einen kleinen Kerzenhalter aus Zinn. Ich habe Hunger, habe ich gesehen. Nahrung. Der Rest von einem sauren Apfel. Ja, sauren Apfel ist doch lecker. Essen wir den doch mal. Ich glaube, wir müssen noch einen Apfel essen. Ja,
Das hat doch schon mal hier ganz gut in der Lebensleiste geklappt. Bücher haben wir denn hier noch? Ein Buch mit Charakteren und ihren Kostümen? Dein Liederbuch, das du in deinen Jahren als reisender Barde zusammengestellt hast. Und dann haben wir noch ein Buch aus gepressten Blüten, die Erinnerung an Mersa, in dir wachrufen. Oh, das ist direkt dann die gepresste Blüte. Das habe ich früher auch gemacht als Kind, fand ich immer total super. So, das Buch Sing das Lied von vergifteten Kelch, denn mir steht danach. Ach, das ist schon, bellte der Bade von seinem Thron herab an die zarte Maid, die dort stand voller Leid. Meine liebste Mersa, ach, ich bitte dich, tu wir dir geheißen, so straube dich nicht. Übrigens finde ich, die Schrift ist teilweise ein ganz klitzekleines bisschen schlecht zu lesen. Deswegen könnte es sein, dass ich immer mal so ein paar Stolperer und Holperer drin habe, weil ich dann erstmal gucken muss, ob das so richtig, also ob es der richtige Buchstabe ist, den ich davor gelesen habe. Es muss nicht von Herzen kommen, muss es nicht, flehte der Bade in ihr heblich Angesicht. Doch die Maid wollte nicht singen und ihr Schweigen schwollt an wildes Gezeder, hörte man den Hofe durchklingen und ihre Tortur begann. Okay. Oh, eine Tortur. Das ist natürlich nicht so gut. Dann haben wir hier noch das Buch. Ah, das ist unsere kleine Maus. Das Gewand eines Baden ist einfach, jedoch keinesfalls schmucklos. Die Haube hast du mit deinen eigenen Pfoten gefertigt, unter Anleitung deines Meisters. Jeder Bade muss seiner Gilde zufolge dies tragen. Eine Haube und einen Gürtel. Das haben wir beides an. Sehr schön. Okay. Werkzeuge. Hier haben wir noch die Kleidung. Deine bescheidene Haube und ein einfacher Gürtel aus einem Seil. So, dann haben wir hier die Blume noch. Dann haben wir hier die Figur deines Sohnes Brien. Oh, wie süß. Und noch meine geliebte Laute. Ja, das brauchen wir. Das Herzstück deiner Kunst. Und eines deiner wertvollsten Bistenstümer. Okay. Sehr süß. Sehr, sehr süß. Können wir jetzt wieder zurückgehen? Wie gehe ich denn jetzt zurück? Ah, so. Gut. Okay, so weit, so gut. Jetzt haben wir noch gar nicht so viel gemacht. Aber ich finde das so unschlafen. Keine Zeit zum Schlafen. Oh, Pilze. Lecker Pilze. Ein leeres Becken. Oh, hier kann man auch alles wunderschön untersuchen. Nichts drin. Oh Gott, ich schmelze dahin bei dieser Ratte, die eigentlich doch eher aussieht wie eine Maus, wie ich finde. Gitter. Das Gitter ist in Stein einzementiert. Okay, Pilze. Ja, Pilze sind bestimmt für eine Maus sehr lecker. Brot ist natürlich noch besser. Mysteriöse Nachricht. Uhu. Finde mich. Verwische deine Spuren und bewege dich unbemerkt. Okay, S. Ein Zellenschlüssel. Wer ist S? Okay, hüpfen kann ich auch. Wunderbar. Also hier muss man ja echt alles so wichtig anschauen, damit man nichts verpasst. Weil die Pilze zum Beispiel, die habe ich jetzt nur sehr, sehr... Oh, noch eine rote Rose. Sehr, also gar nicht gesehen, besser gesagt. Die Gitterstäbe sind kalt und lassen sich keinen Millimeter bewegen. Oh mein Gott. Obwohl es so schön aussieht hier. Oh, eine süße kleine Maus. Oh, ich bin... Kann ich... Nee, ich kann... Könnte Licht anmachen wahrscheinlich, geht aber momentan noch nicht. Oh mein Gott. Guckt euch doch... Also, wie gesagt, also diese Folge werde ich höchstwahrscheinlich damit verbringen, das total niedlich alles zu finden. Oh, gucke mal. Oh, was ist das? Ich finde es einfach sehr, sehr toll. Okay, Tür. Genau. Den Zellenschlüssel haben wir verhören. Ist da jemand? Der Ausbruch. Brich aus deiner Zelle aus und gehe zum Verlies. Wir gucken aber erst einmal in die Truhe. Florin scheint das Geld zu sein. Ein Feuereisen. Kerze. Du hast eine Kerze in deinen Halter gesteckt. Sehr gut. Eine Kapuze. Oh, kann ich das jetzt eventuell... Genau, Kleidung. Ist es eine bessere Kapuze? Aus Sackleinen wurde freiwillig ihre Kapuze abnehmen. Wie viele andere Reisende haben diesen Ort zu Ende gefunden? Okay, sehr schön. Werkzeuge, was ist das denn? Ein Feuerstein! Ah, sehr gut. Das heißt, jetzt kann ich wirklich meine Kerze immer benutzen. Was haben wir denn hier? Name? Thilo. Metier? Bade? Straftat? Akt der Aufwiegung. Oh, okay. Also wir sind Thilo und ein Bade. Aber das wisst ihr sicherlich schon. Ich wäre jetzt Thilo gewesen. Genau, wir machen die Tür einfach mal wieder zu. Sehr schön.
Was brauche ich? Eine Wache hatte ich bemerkt. Schnell, gehe zur Truhe und halte die beiden Maustasten gedrückt, um dich zu verstecken. Vergiss nicht, es gibt viele unterschiedliche Verstecke. Ah, okay. Ach, wie süß. Schnellspeichern gibt's sogar. Das ist ja auch super. Oh, du siehst aus wie eine Ratte. Eindeutig. Ich könnte ja mal was Schnellspeichern nehmen. Spiel gespeichert. Sehr schön. Ja, geh mal lieber wieder. Hier ist nichts passiert. Gut, dass ich die Tür zugemacht habe. Kann ich schleichen? Auf allen Vieren kannst du richtig schnell rennen. Halte Shift gedrückt. Ah, okay. Oh, was ist denn hier noch so alles? Gelber Käfer! Dich will ich mitnehmen. Was auch immer da ist. Äpfel. Oh Gott, ich muss, glaube ich, ein bisschen rennen. Ah, was ist hier? Ein Stock, ein robuster Zweig. Wunderbar zum Werfen geeignet. Zerbricht mit einem lauten Knack. Nehme ich doch mal mit. Was haben wir denn hier noch so? Türhebel. Hey, Gefangener, kann ich dir helfen? Du kannst nicht sprechen, ha? Huh? Alter Froschpirat, bei allen flauschigen Flundern, was glaubst du, was das hier werden soll, Kleiner? Trampelst einfach so ungefragt in meine Zelle? Weißt du überhaupt, wer ich bin? Nö. Nö, sagt nix. Denn ich habe selbst keinen Schimmer. Du kennst deinen eigenen Namen nicht? Ich fürchte, ich weiß nicht. Nein, warte. Kerold Rotbart, das war's. Kerold Rotbart, der ehemalige Steuermann der Seehexe, unter dem Kommando vom Kapitän Otto Pulverfass. Bist du gekommen, um mich auszurauben, du kleines Spitzgesicht? Natürlich nicht. Es gibt zwei Dinge, die ich nicht ausstehen kann. Stinkende Mäuse und stinkende Lügen. Was muss ich machen, damit du dein Aroma aus der Zelle verfrachtest? Bitte, ich brauche deine Hilfe. Hast du mir dabei geholfen, aus meiner Zelle zu fliehen? Ich sollte jetzt gehen, bis dann. Bitte, ich brauche deine Hilfe. Bist du dir sicher? Was springt dabei für mich raus? Vielleicht könnte ich einen Schlüssel für deine Ketten finden und dich befreien. Mich befreien? Warum sollte ich denn frei sein wollen? Freiheit ist überhaupt... Er ist der Grund, warum ich hier bin. Also, das und der ganze Piratenkram. Nein, ich habe alles, was ich brauche. Genau hier. Schön muffige Luft, zahlreiche Fliegen zum Essen und ich habe einen eigenen Stuhl. Da gibt es nur eine Sache. Am Ende des Ganges die schlafende Wache. Geh hin und erwürge sie für mich. Was? Warum? Weil er mich einen Piraten genannt hat. Aber du, bist du denn kein Pirat? Oh, wie furchtbar. Dann machst du das also für mich? Ich meine, ich könnte es versuchen, aber ich bin kein Mörder. Na dann, warum stiehlst du denn nicht einfach eine Flasche von seinen Fuseln für mich und ich schaue mal, ob ich dir helfen kann? Okay, das könnten wir natürlich versuchen. Ah, warte mal, ich muss mir nochmal alles ansehen. Ach, sind die nicht niedlich? Es tut mir so leid, ich weiß, ich weiß. Ich sollte nicht immer sagen, dass sie, aber die beiden zusammen auch noch. Also das Spiel ist wirklich richtig, richtig süß gemacht. Ne? Also das muss man schon sagen. So, okay. Gibt's hier noch was für mich? Kann ich dich doch ausrauben? Das wäre irgendwie auch total toll. Oh, was haben wir denn hier? Noch ein grüner Käfer. Ich darf ja bestimmt den grünen Käfer nehmen. Da hat er doch bestimmt nichts dagegen. So, ah, warte mal, hier war doch auch noch was. Ein Banner. Dafür brauchst du einen Kerzenhalter. Hab ich. Oh, verbrennen? Warum sollte ich den verbrennen? Ah, das demonstriert, dass die Unterdrückung endlich aufhört. Okay, ich nehme mal wieder den Stock. Hallo? Ist da jemand? Wache? Ah, die ist da hinten. Okay, ich gehe erstmal runter ein Stück. Es ist so dunkel hier. Oh mein Gott, ja, das ist wirklich dunkel. Dunkelheit ist unheimlich. Verlies. Achso, das ist der Frosch. Okay. Der da was zu sagen hat. Oh, Pilze. Lecker, von Pilzen lasse ich mich gerne ablenken. Hier ist noch eine Truhe. Sehr schön, dann hatte ich aber noch ein bisschen Getreide. Hier kann ich mich also verstecken, wenn da kommt. Noch mehr Getreide. Ah, oh, lecker. Yam, yam. Yam, yam, sowas hat man doch gerne. Ein bisschen leckeres Getreide hat noch nie jemand geschadet. Da ist der Typi. Becken. Jetzt ist es leer. Oh, noch ein roter Käfer. Versiegelt. Du brauchst den Generalschlüssel. Okay, wie soll ich denn jetzt... Ah, warte mal, genau.
Wie kann ich denn jetzt den Stock werfen? Das ist die Frage. Jetzt habe ich ihn abgelegt. Okay, Stock. Moment. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich den Stock werfen kann. Eichenstöcke zerbrechen mit einem lauten, markanten Krachen, wenn man sie wirft. Ja. Aber wie werfe ich? Das ist die große Frage der Fragen. Kann mir die jemand beantworten? So stecke ich ihn weg, das weiß ich schon mal. Nimm den Stock, kleiner Thilo. Nimm ihn. Genau, ganz genau so. Und nun werf ihn da hinten hin und zerbrech ihn. Dahin, dahin ist eine gute Idee. Ist hier noch eine Kiste? Nee, warte mal. Hier könnte ich mich dann verstecken, wenn ich ihn da irgendwo hinwerfe. Natürlich ist... Ich weiß immer noch nicht, wie ich werfen soll. Kann mir jemand sagen, wie ich diesen Stock werfe? Oh, nee, laufen wollte ich nicht. So, werfen, springen. Das wäre verstecken gewesen. Okay, wenn ich gedrückt halte eventuell? Nee, auch nicht. Momento, Momento. Da gucken wir doch mal schnell in die Optionen und in die Steuerung. So, was haben wir denn hier? Hinter rechts, links, hoch, runter, werfen. Alles klar. Das klingt ja leichter als gesagt. So, fortfahren bitte. Mit E. Oh. Jetzt habe ich den natürlich nicht schlau geworfen. Der kommt aber auch gar nicht. Okay, na supi. Mein Stock ist also zerbrochen. Und die Ratte ist nicht da. Tritt behutsam auf und versuche die Wache zu wecken. Man kann dich hören, bewege dich langsam und weniger Lärm zu machen. Man kann dich sehen, gehe schnell aus dem Sichtfeld. Okay. Du kannst schleichen, wenn du dich leiser fortbewegen willst. Ah, halte das gedrückt. Okay, schleichen wir mal eine Runde. Und er schläft. Grüner Käfer, bleib hier. Da ist so ein Fusel. Der hier? Der nicht? Hier ist noch so ein Fuseldusel. Eine leere Weinflasche, robust genug, um eine helmlose Wache ins Reich der Träume zu schicken. Ah, vorausgesetzt, du zielst gut. Na super. Kann für Ablenkungsmanöver verwendet werden oder um einen hochgelagerten Gegenstand herunterzuholen. Drücke E, um etwas zu werfen. Jetzt kommt das. Na danke. Drücke das Mausrad durch die Werkzeuge. Ja, das haben wir schon. Um etwas auszurüsten und abzulegen. Okay. Ich will noch mehr. Gib mir noch eine Flasche. Yay, noch eine Flasche. Die da will ich auch. So. Wenn ich jetzt einfach gehe, bleibst du denn lieb zu mir? Beziehungsweise siehst du mich da nicht? Das wäre toll. Ein Apfel. Pilze. Nimm ich mit. Okay. Der ist leise. Gut. Jetzt habe ich doch so einen Fusel. Ist das nur eine Ach, das war eine leere Flasche, ne? Stimmt, stimmt. Leer ist natürlich nicht so gut. Jetzt könnte ich werfen. Mit E. So. Tja, jetzt kann ich auch normal laufen. Flasche mit Fusel. Flaschen. Gib mir Flaschen. Oh. Oh, und ein Schlüssel. Und ein Taschentuch. Boah, ausgesaugt. Was so eine kleine Maus alles tun kann. Was ist denn das hier noch? Oh, hier ist so viel. Warte, ich glaube, ich muss hier nochmal gucken. Alles mitnehmen. Alle Käfer. Und noch Kerzen. Und oh mein Gott, da ist so viel. Oh. Oh, wo geht's denn hier hin? Ich glaube, ich bringe ihn erstmal den Fusel. Das ist nämlich gleich schon wieder zu Ende hier, die Zeit. Lauf, Thilo. Lauf, wie du noch nie in dein Mäuseleben gelaufen bist. Ich glaube, ich muss mich gleich verstecken. Der ist bestimmt gleich sauer, wenn er wieder aufwacht. Bist du sauer? Ach nee, jetzt schläft er wieder. Okay. Dann lassen wir den Guten mal schlafen. Hier ist noch auf. Hi, ich habe Fusel. Hallo, redest du mit mir? Duckmäuserisch. Duckmäuserisch? Wie bitte? Was bedeutet wohl dieses Wort? Das heißt nicht besonders mutig zu sein. Das heißt nicht edle Maus mit ganz viel Stil. Duck was? Duckmäuserisch? Das heißt nicht edle Maus mit ganz viel Stil?
Die Mäusin war hin und weg von seiner edlen, duckmäuserischen Art. Okay. Ha, vielleicht gibt es ja doch noch Hoffnung für mich. Also, was willst du, Maus? Hier ist die Flasche, die du haben wolltest. Das war seine letzte. Du hast mir dabei geholfen, was meinst du? Ich sollte jetzt gehen. Bis dann. Hier hast du die Flasche. Gut, jetzt stecke ich mir den Flaschenhals zwischen die Lippen. Mit einem geschickten Kopfwurf schleudert der Frosch die Flasche quer durch seine Zelle. Sie zersplittert in 1000 Scherben an der Wand. Jedes Mal, wenn das Spitzgesicht sich besoffen hat, musste ich sein verdammtes Geschnarche aushalten. Das hat endlich ein Ende. Ich habe getan, wonach du gefragt hast. Willst du mir jetzt helfen? Ich habe dir meinen Piraten Ehrenwort gegeben. Aber ich kann wohl mal eine Ausnahme machen. Ich werde einige deiner Fragen beantworten. Was willst du von mir? Ich suche jemanden, Mera, meine Frau. Ist sie eine Maus? Mit einer Kapuze, ja. Nun, dann kann ich dir leider nicht helfen. Es ist so knifflig, euch Mäuse zu unterscheiden. Mit euren Ohren und Schwänzen und all den albernen Hüten. Ihr seid einfach zu süß. Das ist nicht albern. Dann hast du sie also nicht gesehen. Man hat dich allein hergebracht, wie ich schon sagte. Na schön. Dann war das deine erste Frage, die du gestellt und beantwortet bekommen hast. Was ist das hier für ein Verlies? Wie lange bin ich schon hier? Hast du mir dabei geholfen? Sprichst du mäusisch? Was gibt's hier nicht alles? Tja, hast du mir vielleicht dabei geholfen? Sieh dir meine Ketten an, Kleiner. Was sagt dir das? Siehst du es so aus, als könnte ich jemandem helfen zu fliehen? Schätze eher nicht. Ich weiß nicht. Tja, schätze, es gibt so einiges, das du nicht weißt. Na schön. Dann lasse ich dich jetzt noch zwei Fragen stellen. Was ist das hier für ein Verlies? Du bist in der Burg Diruin oder Diruin am Ufer des Velia-Sees. Oh Gott, wie wird das ausgesprochen? Velia-Sees. Das klingt gut. Velia-Sees. Gewöhn dich lieber erstmal schnell daran. Na schön. Du hast noch eine Frage, Maus. Überleg es dir gut, was du wissen willst. Sprichst du mäusisch? Nur ein paar Schimpfwörter. Na schön. Das war's für dich. Jetzt sind wir quitt. Was, das war schon? Du hast mir so gut wie nichts verraten. Ich habe dir mehr verraten, als du verdient hast. Undankbares Spitzgesicht. Das klingt aber süß, Spitzgesicht. Das ist kein Schimpfwort. Findest du nicht, dass du mir zumindest irgendwas schuldest? Puh, alles, was ich dir schulde, sind meine Hände um deinen Hals. Ach ja, wie gut, dass du hier festsitzt und nur ein gesundes Bein hast. Na schön, aber ich glaube nicht, dass ich dir noch einmal helfe. Du mieser Kleiner. Ich werde dir was verraten. Wirf mal einen Blick hinter mich in meinen Nachttopf. Vielleicht findest du ja ein paar Florin, die du gebrauchen kannst. Warum sind die in deinen... Warum sind in deinen Nachttopf Florin? Danke, ich sehe mal nach. Das will ich gar nicht wissen, warum. Es ist mir ein paar Florin wert, wenn du Nervensäge dann endlich verschwindest. Ich sollte gehen. Bis dann. Klemm dir nicht den Schwanz in der Tür ein. Ach, du bist so super lieb, kleiner Frosch. Ah, da ist der Nachttopf. Hätte ich nur vorher schon da reingeschaut. So schnell zurück, Maus? Was ist denn jetzt schon wieder? Ich sollte gehen bis dahin. Gut. Ich wollte doch nur dein Geld. Was ist denn das für ein Buch hier? Und warum kann ich dieses... Oh, ist das nicht niedlich, wie er hochklettert? Oh, zappel, zappel. Oh Gott, ja. Ich bin einfach viel zu mäusefännisch. Klingt komisch, ist aber so. Okay. Ich gehe mal leise. Wir gehen einfach an denen vorbei, würde ich sagen. Ah, Pilze. Moment, die Pilze, die muss ich natürlich noch mitnehmen. Lecker Pilze. Oh, geschlossen, versiegelt. Aber ich habe den Generalschlüssel. Ich dachte, ich habe den. Okay, dann habe ich ihn anscheinend nicht. Zumindest nicht den Generalschlüssel. Ah, aber vielleicht für die Tür da vorne. Oh. Jetzt ist er doch... Ganz leise. Ich wollte sagen, ist ein bisschen aufmerksamer als vorher. Okay, kann ich vielleicht diese Tür öffnen? Die schreiende Tür? Das war irgendwie relativ laut, muss ich sagen. Gut, dass er da nicht von aufgewacht ist. So, einmal hier entlang. Jetzt kann ich wieder normal laufen. Sehr schön. Leer. Ist eh nur zum Verstecken da. Ah, gelbe Käfer. Lecker, lecker.
Oh. 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 Das war jetzt mal nicht ganz so gut. Oh. 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 Lauf. Lauf. Oh mein Gott. ihr findet mich bestimmt, oder? Okay, Ratten sind nicht so schlau. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Da speichern wir einmal schnell, wenn wir schon mal hier sind. Oh, damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet, dass da noch eine Wache ist. Nein, ganz und gar nicht. Ganz und gar nicht. Oh, hat mir einmal wehgetan. Warte mal, ich glaube, ich esse noch mal schnell was. Nahrung. Oh, wir haben hier so viel lecker. Ich esse noch mal einen Apfel. Perfekt. Perfekt. So, wie geht's euch so? Du pennst wieder. Ja, der andere schläft leider nicht. Okay, ich könnte beide einfach so... Nee, ich muss meine Flaschen sparen. Ich muss meine Flaschen sparen. Ich könnte den anderen aber vielleicht kurz erledigen und dann schnell durchdüsen. Vor allem, ich kann nicht so lange sprinten. Das ist schade. Das ist... Ha, ha, gelber Käfer. Das ist wirklich schade. Er kann immer nur so ganz kurz sprinten und dann wird er wieder ein bisschen langsamer. Wo ist diese andere Wache? Wo bist du, Wache? Ich gehe generell mal ein bisschen langsamer, glaube ich. So, wir müssen auch gleich einen Cut machen. So, ist er hier? Da. Dreh dich um. Dreh dich um. Vielleicht muss ich ja in die andere Richtung. Ich weiß es noch nicht. Oh, eh. Ach, Mist. Vielleicht sieht er mich nicht. Oh. Okay, Ratten sind leider wirklich nicht so wirklich schlau. Wirklich, wirklich. Genau, geh mal da irgendwo hin. Dass ich raus kann und hier weiterlaufen kann. Das wäre total zauberhaft von dir. Na, Ratte? Sag nicht, du bleibst da jetzt stehen. Nee, bleib da nicht. Okay. Alles klar. Damit habe ich eine Flasche verschwendet, weil ich den falschen Knopf gedrückt habe. So ein Mist. Mensch, Thilo, wie konnte uns das nur passieren? Hallo, aber jetzt. Wir können einfach nur... Wehe, du siehst dich jetzt um. Oh, sieht er mich so? Nein, so sieht er mich nicht. Alles klar. Flaschen! Gebt mir die ganzen Flaschen. Ein Stuhl. Oh, was kann ich denn damit machen? Oh Gott, ich glaube, den brauche ich bestimmt. Ah nein, ich brauche noch einen Schlüssel. Ich weiß nicht warum. Aber ich habe das Gefühl, ich sollte diesen Stuhl mitnehmen. Ich glaube, ich werde diesen Stuhl versuchen mitzunehmen. So, Stuhl mitnehmen? Komm, Stuhl! Lauf! Du hast bestimmt... Warte mal, der hat bestimmt einen Schlüssel. Hast du einen Schlüssel? Taschentuch. Taschentuch? Sonst hast du nichts. Das gibt's doch nicht. Versiegelt. Alles versiegelt. Okay, ich lasse erstmal den Stuhl hier stehen. Weil so lange ist der... Hier ist auch noch nicht, hier ist nichts. Weil so lange ist er ja gar nicht weg. Zumindest nicht so lange, wie ich es mir hoffe. Okay. Dann laufen wir erstmal hier entlang. Da, 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 ganz langsam. Ja, sobald wir ein bisschen in Sicherheit sind, mache ich mal einen Cut, würde ich sagen. Na, schlafe, mein Rettchen. Schlafe ganz tief. Morgen gibt's Rettchen. Und alles, was du liest. So, geschafft. Okay, gucken wir mal hier. Dass da so viele Ratten sind, das hätte ich jetzt nicht gedacht. So, hallo? Ist da jemand? Nein, da brauche ich noch einen Schlüssel, oder? Du brauchst, was brauche ich?
Überflutete Zellenschlüssel? Okay. Das heißt, ich habe irgendwo irgendwas übersehen. Dann würde ich sagen, machen wir das in der nächsten Folge. Ja, mal sehen, was ich da übersehen habe. Bis zur nächsten Folge und auf Wiedersehen.